Ja, wir dürfen Sie begrüßen zur nächsten Ausgabe der Tech & Hop-Reihe, dieses Mal zum Thema Cloud. Und falls Sie sich fragen, Mike Guda, war der das letzte Mal schon so haarig? Nein, der musste sich für heute vertreten lassen. Ich heiße Eduard Lahter, bin ebenfalls Account Manager jetzt hier bei der KIS, seit einigen Jahren mittlerweile. Und betreue Kunden eben auch, genau wie der Herr Guda, vertrieblich sowie kaufmännisch, und habe hier den Kollegen Julian Schmidt dabei. Vielleicht sagst du auch noch mal ein paar Worte zu dir. Genau, ja, Julian Schmidt mein Name, habe meine Lehre hier bei der KIS gemacht und bin seit einigen Jahren jetzt Consultant, auch im Steadyprint-Bereich, wo ja bereits letzte Woche das Tech & Hop zu war, und mit auch Leiter des Bereichs KIS Cloud. Genau, genau. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, und es bietet sich ja sowieso an, dass wir beide das hier so ein bisschen führen, weil, wenn ich kurz ausholen darf, bei der KIS ist es so, dass die Vertriebler sowie die jeweiligen Teams immer eine Kombination bilden, und wir beide sind tatsächlich auch das Team Cloud. Ja. Von daher bietet sich das Ganze an, dass wir das auch zusammen machen, und ja, freuen uns darauf, Sie jetzt hier ein bisschen durchführen zu können. Sollten Sie Fragen haben, gerne in den Chat reinschreiben. Wir versuchen, die dann auch möglichst alle zu beantworten. Außer es sind zu viele, dann würden wir die übrigen Fragen dann im Nachgang per Mail beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Ich führe Sie einmal kurz durch die Agenda. Wir fangen an mit der Biervorstellung, die Sie, oder ja, das Paket, das Sie hoffentlich alle erreicht hat. Danach stellen wir uns als KIS auch einmal kurz vor. Wer sind wir? Für die Zuschauer, die uns vielleicht noch nicht so lange kennen. Dann das Thema Cloud. Warum Cloud überhaupt? Dann insbesondere unser Angebot. Wie führen Sie oder wie führen wir Sie dann in die Cloud? Ja, dann haben wir den Kunden FB Media, der uns freundlicherweise ein Interview zur Verfügung gestellt hat, das der Kollege Guda damals auch noch geführt hat. Und ja, nachdem wir Ihnen dann auch noch kurz mit einem relativ praktischen Beispiel zeigen, wie der Übergang zu uns ins Rechenzentrum aussehen kann, anschließend noch versuchen wir, die Fragen zu klären, die Sie dann hoffentlich gestellt haben. Und ja, ich würde sagen, so viel zur Übersicht. Dann steigen wir doch mal ein. Genau, zuallererst einmal, ja, Dankeschön an die Brauerei. Es ist schon wieder die Hachenburger, genau die uns auch letzte Woche das Bier zur Verfügung gestellt haben. Und das ist eben, ja, genau wie beim letzten Mal, die Brauerei aus der Nachbarschaft, präzise aus dem Westerwald. Das ist eine Nachbarregion hier aus dem Siegerland. Und es wurde ja beim letzten Mal schon so ein bisschen was zu der Brauerei erzählt, deswegen halte ich mich hier so ein bisschen kürzer. Und es ist eine Brauerei, die seit 1861 ein ziemlich leckeres Bier produziert in verschiedenen Sorten, und dementsprechend stand da jetzt nichts oder spricht da nichts dagegen, das einfach heute nochmal mit denen zu machen. Auf keinen Fall. Genau, und vielen Dank nochmal an die Brauerei, dass sie uns hier zum zweiten Mal dann auch unterstützen. Genau, was haben Sie denn eigentlich von uns zugeschickt bekommen? Zum einen das Hachenburger Pilz, das ist sozusagen ja der Klassiker, mit 4,9% Alkoholgehalt, goldgelb, mit frischer Hopfennote. Die Kollegen haben im Vorfeld auch schon die Biere ausprobiert und mir wurde gesagt, lecker. Ja, ich werde es ja gleich testen dürfen. Du testest es ja gleich auch noch live. Ansonsten haben sie auch noch ein Westerwaldbräu von uns zugeschickt bekommen, das ist mit 5,2% Alkoholgehalt. Und das ist ein Bier aus der früheren Brauereigründungszeit, so wie es hier in der Region mit Jahrhundertwende getrunken wurde. Sehr süffig und kräftig. Eine Widmung an den Gründer der Westerwaldbrauerei, Heine Schneider. Und ich würde sagen, ja, dann können wir doch erstmal zum ersten Mal anstoßen. Genau, dann, mein Mund ist auch ehrlicherweise wirklich trocken. Dann würde ich sagen, stoßen wir doch mal an. Für mich gibt es heute ein alkoholfreies, und ich musste mich schon rechtfertigen, warum. Ja, ich habe das normale Pilz heute. Du hast das normale Pilz, aber ich als Weicher oute mich als Trinker eines alkoholfreien Biers. Prost. Prost. Boah, lecker. Ja, komm mal bisher. Sehr gut. Gut trinken. Ich hoffe auch danach noch. Da bin ich mir sicher. So. Ja, dann KIS-System aus. Wer sind wir denn überhaupt? Also, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den K-Facts an. Die hat uns das Marketing freundlicherweise zur Verfügung gestellt, und
Ja, 62% aller männlichen Kollegen tragen ein Bart. Im Durchschnitt trinken wir alle 2,4 Tassen Kaffee pro Tag und haben tatsächlich eine Entfernung von 27 Kilometern zum Büro. Und ja, ich sehe schon, wenn ich rüberschaue, die Kriterien treffen nicht alle zu. Nee, also Bart habe ich jetzt nicht so viel. Auch Kaffee trinke ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich bin kein Kaffeetrinker und auch die Anfahrt ist bei mir halb so kurz. Also ich brauche nur so 14 Kilometer. Trotzdem fühle ich mich hier bei der KIS gut aufgehoben. Also muss ja nicht immer alles zutreffen. Genau, du überzeugst technisch und ich überzeuge, indem ich die Kriterien hier erfülle. Deswegen das passt schon soweit. Gut aufgeteilt. Genau, vielleicht noch kurz zu uns als KIS, wir sind mittlerweile 100 Mitarbeiter schon mit diversen Standorten in der Dachregion. Da gibt es gleich auch nochmal einen kleinen Überflug zu. Und dann würde ich sagen, hier sehen Sie sich bestimmt wieder, egal ob jetzt aus der Region Freiburg, aus der Region Westdeutschland, Ostdeutschland, Österreich, Schweiz. Jeder findet dann hier auch bestimmt die oder das Unternehmen, das ihn betreut. Und genau, wir arbeiten hier alle kollegial zusammen, egal welcher Standort. Und genau, deswegen, das passt alles. Kurz zum Portfolio der KIS. Das ist insbesondere für die Zuschauer interessant, die uns vielleicht noch gar nicht so genau kennen. Wir sind eben auch ein klassisches Systemhaus. Bieten eben normale Infrastrukturprojekte an, On-Premises, da haben wir ja wirklich Tausende, wurde mir gestern gesagt, schon über die Bühne gebracht, haben natürlich unsere Security-Abteilung, die sich um den Bereich Netzwerk, Firewall und so weiter kümmert. Wir haben auch den Bereich Virtualisierung, Microsoft, Sie kennen das alle, Systemhausgeschäft, das ist ein großer Bereich und wir decken eben das komplette Portfolio ab. Wir haben natürlich den Bereich Cloud, da bist du der Teamleiter. Wir haben darüber hinaus auch noch eine eigene Entwicklungsabteilung, die auf Anfrage auch spezielle Sonderanfertigungen für den Kunden erstellt und die darüber hinaus auch noch unsere eigene Software Steadyprint schreibt. Dazu wurde ja letzte Woche, wenn Sie dabei waren, eine Menge gesagt. Und ja, falls Sie das Tech & Hop von der letzten Woche nicht gesehen haben, gerne reinschauen. Finden Sie bei uns auf der Webseite. Ja, wir haben eine Reihe an Partnern, mit denen wir eben unser Portfolio ausschmücken, genau. Und sind zum Beispiel ein Citrix Platinum Partner und so weiter und so fort, haben eben alle notwendigen Zertifizierungen, haben jetzt zum Beispiel auch für Steadyprint die SAP-Zertifizierung letztens hinbekommen und habe ich gar nicht so viel geredet und da trotzdem wieder trinken. Ja, also guck das mal. Ist ein bisschen. Ja. Aber ich habe hier mir mein Bierchen verdient, würde ich sagen. Super. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal hier zum Eingemachten. Kommen wir doch mal jetzt zum Thema Rechenzentrum, zum Thema KIS Cloud. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, vielleicht habe ich eine On-Premise-Umgebung, vielleicht bin ich woanders in einem Rechenzentrum. Nee, das stellt sich hier noch nicht die Frage, aber ich bin hier On-Premise und warum sollte ich denn in die Cloud? So, was sind für mich die Mehrwerte? Was springt da für mich raus am Ende des Tages? Ja, wir haben uns da mal ein paar Punkte rausgesucht, die wir gerne ein bisschen näher beleuchten wollen. Zum einen ist es die Flexibilität, die mir das Cloud Computing generell bietet. Also wir haben im Unternehmen, in der IT-Landschaft häufige Veränderungen, sei es schwankende Mitarbeiterzahlen, sei es aber auch Projekte, die kurzfristig dazukommen. Und mit Cloud Computing hat man halt genau diese Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Und da geht es auch direkt dem nächsten Punkt der Skalierbarkeit. Ne? Also habe ich zum Beispiel ein Projekt, wo ich jetzt ganz spontan zwei weitere virtuelle Maschinen brauche, mehr Rechenleistung, sind die schneller zur Verfügung gestellt in der Cloud einfach, anstatt wenn ich jetzt on-premise noch bin und einfach keine Rechenleistung zur Verfügung gestellt habe. Ja. Weiter, dass ich dann einfach erst noch neue Hardware beschaffen muss. Genau, das ist natürlich gegenüber der On-Premise-Umgebung ein ganz klarer Vorteil. Da bin ich dann festgefahren, wenn ich jetzt auf 100 User, sag ich mal, geplant habe, dann entspricht die Hardware diesen Anforderungen. Bei der Cloud kann ich natürlich sagen, okay, jetzt habe ich 100 User, im nächsten Jahr sind es vielleicht schon 120 oder 150. Genau. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja, Hochverfügbarkeit ist wahrscheinlich auch ein Thema. Man will ja natürlich ständig dann auch einen Zugriff haben. Ja, also im klassischen Cloud Computing gibt es halt keine
ja, ich nenne es mal Öffnungszeiten in Anführungszeichen. Ne? Also ich kann immer arbeiten, ich kann auch von da arbeiten, wo ich will, sei es jetzt im Homeoffice, sei es jetzt, ich bin irgendwo vielleicht sogar auf Dienstreise unterwegs. Ne? Also all das kann über Cloud Computing generell abgefangen werden. Ja. Genau. Ja, und ja, man sieht ja auch Performance. Ich kann mir denken, dass man damit dann auch eben meint, okay, ich brauche jetzt hier vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Leistung. Ja, man hat halt den Vorteil, dass man halt keine hohen Investitionskosten für neue Hardwareanschaffung hat. Ne? Also das Leistungsspektrum und die Ressourcen werden gebucht. Das stellt der Rechenzentrumsdienstleister zur Verfügung oder der Dienstleister generell für die Cloud-Anwendungen und man kümmert sich nicht mehr um das im Hintergrund. Ne? Was damit einhergeht, ist dann natürlich auch die Aktualität. Mhm. Ne? Also sei es jetzt ein Hypervisor, den ich irgendwie patchen muss, sei es ein Storage-System oder auch Netzwerkkomponenten wie eine Firewall oder ein Switch, das lege ich in die Hand des Rechenzentrumsanbieters. Mhm. Und kann mich halt dann weiterhin auf das Kerngeschäft konzentrieren, also meine eigene IT-Infrastruktur oder halt, wenn ich vielleicht gar nicht damit so viel zu tun habe, mein generelles Produkt direkt. Ne? Ja, ja, also ja, ich gebe da einfach viel Sorgen möglicherweise weiter. Ne? Genau, genau. Ja, und das Thema Sicherheit ist ja sowieso ein sehr wichtiges Thema, wird ja immer wichtiger, egal ob es jetzt um Hackerangriffe geht, egal ob es jetzt um die Räumlichkeit als solches geht, wer hat Zutritt, wer hat keinen Zutritt. Vielleicht sagst du dazu auch noch mal ein paar. Ja, du hast es eigentlich schon gut vorweggenommen. Gerne. Wir unterscheiden da vor allem in zwei Punkten. Einmal die physikalische Sicherheit, also sei es jetzt Zutritt oder halt auch Brandabschnitte, sagen wir es mal so, um den Begriff mal reinzuwerfen, oder aber auch Cybersicherheit, also dieses ganze Thema Hackerangriffe. Ne, das war ja erst letztens hier auch in der Region ein bisschen, Thema. Präzedenzfall so ein bisschen. Ne? Also auch das ist im Cloud Computing anders abgedeckt und man gibt halt auch die Sachen wieder an den Rechenzentrumsanbieter ab. Ja, okay. Das sind ja schon mal jetzt ein paar überzeugende Argumente, die jetzt für den Cloud-Betrieb als solche sprechen. Definitiv, ja. Ja. Gut, jetzt waren das jetzt ein paar allgemeine Punkte, die treffen eventuell auf andere Rechenzentrumsbetreiber auch zu. Da stellt sich jetzt natürlich für die Zuschauer die Frage, okay, warum jetzt die KIS Cloud? Was macht uns jetzt so besonders? Was sind jetzt unsere Mehrwerte, die wir jetzt den Kunden zur Verfügung stellen? Ja, auch da haben wir uns mal ein paar Punkte rausgesucht. Zum einen haben wir halt mehrere Standorte, zwei in Deutschland, jeweils ungefähr eine Stunde entfernt von hier. Dann haben wir einen weiteren Standort in der Schweiz. Ja. Ne, und dann kann sich der Kunde im Endeffekt aussuchen, wo will er dann seine Daten eigentlich halten. Ne? Ja. Das Ganze geht auch ein bisschen mit dem Thema Datenschutz, DSGVO-Konformität einher. Ja. Ne? Also wir halten uns da an das geltende Recht im jeweiligen Land, genau, um halt einfach dann auch Datensicherheit für den Kunden zu gewährleisten. Und zum ersten Punkt, es ist natürlich super, dass man auch eine örtliche Redundanz hat. Die hat man ja in der On-Premise-Umgebung nicht unbedingt, sondern wir haben ja wirklich hunderte von Kilometern zwischen den Rechenzentren. Ja. Und das ist ja ein Riesenvorteil, egal wenn jetzt in der einen Stadt was passieren sollte, warum auch immer, Stromausfall, keine Ahnung, dann sind wir da natürlich dann auch super aufgestellt. Ja, es geht halt um diese Georedundanz, von der du gerade sprichst, ja. Ansonsten ja, Know-how macht uns ja dann auch oder unterscheidet uns ja dann auch von anderen Anbietern. Definitiv. Wir haben halt durch dieses ganze Thema, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, heißt, wir haben nicht Rechenzentrum als ersten Fokus mal gehabt. Sind wir halt einfach Experte im Thema Infrastruktur. Genau. Ne? Ich hatte am Anfang auch erwähnt, wir sind ein Systemhaus als komplettes Systemhaus und das Rechenzentrum ist jetzt ein weiteres Produkt in dem Portfolio. Ja, wir haben ja, wie du schon sagst, über 1000 Projekte mittlerweile gemacht. Also jahrzehntelange Erfahrung einfach in solchen Themen und nehmen diese Erfahrung natürlich auch in das Thema Cloud und Rechenzentrum mit. Ja. Ne? Damit einhergeht dann unter anderem ein unkomplizierter Umzug. Ne? Mhm. Also aus dieser Erfahrung und aus diesen Strukturen, die wir schon aus den On-Premise-Umgebungen einfach kennen, können wir uns mit dem Kunden zusammensetzen und halt dann ein Konzept mit dem Kunden gemeinsam entwickeln, um ihn dann in die KIS Cloud zu führen. Genau. Mhm. Dazu dann noch, natürlich, kann man auch noch dabei nehmen oder sollte man dabei nehmen, definitiv ist das Thema Monitoring und Support. Ne? Mhm. Durch das Thema Dienstleistungsunternehmen haben wir halt auch andere Arten des Supports nochmal dazu. Ne? Also wir bieten zum Beispiel einen Managed Service Vertrag an, wenn es jetzt Kunden gibt, die sich überhaupt nicht mehr um ihre IT-Umgebung im Ganzen kümmern wollen, so ein bisschen, dann geben sie das komplette ab oder natürlich auch Wartungsverträge in Form von SLAs. Ne? Genau, also wenn man sagt, okay, ich muss jetzt keine Windows-Updates ständig jeden Monat durchführen, dann sagt man, okay, hier Managed Service, das machen Sie jetzt bitte, ich kümmere mich um den Rest, indem ich jetzt die User anlege und solche Geschichten mache. Genau. Damit man eben diese Standardaufgaben einfach abgibt. Abgibt, genau. Ja.
Was mir hier noch eingefallen ist gerade, was ich in den letzten Wochen auch vermehrt mitbekommen habe, dass andere Cloud-Anbieter ab dem Zeitpunkt der Bestellung komplett abrechnen. Das ist ja bei uns auch ein bisschen anders. Wir rechnen erst ab, nachdem Sie die Maschine auch benutzen können. Wir wollen da auf Augenhöhe spielen mit unseren Kunden und sagen, es ergibt keinen Sinn, das im Vorfeld schon komplett abzurechnen, obwohl ich die Cloud-Umgebung gar nicht nutzen darf. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, das für uns spricht und was ich in den letzten Wochen auch anders mitbekommen habe. Ja, dann, wir hatten jetzt im Vorfeld schon so ein kleines bisschen angeschnitten, das Thema Security. Das ist ja auch ein ziemlich wichtiges und ein ziemlich ernstes Thema, was man, ja, muss man ja so sagen. Vielleicht sagst du da jetzt auch nochmal zwei Takte. Ja, genau. Wir haben kein eigenes Rechenzentrum, sondern wir arbeiten da mit den Profis zusammen. Ne? Wir haben uns bei den Rechenzentren, mit den Rechenzentren, ja, mit Anbietern unterhalten, haben uns da das Portfolio auch angeguckt und arbeiten halt da zusammen, weil genau diese Themen mit der Zutrittssicherheit, ich war letztens erst nochmal in unserem Rechenzentrum, ne? Bis ich dann wirklich da bin, wo unsere Server stehen, musste ich, glaube ich, durch 5, 6 Türen durchgehen. Also das ist schon ein weiter Weg quasi so ein bisschen. Wie, ne? Und im Flughafen. Ja, wie im Flughafen ungefähr. Und das ist natürlich so eine Sache, die man neben dem Thema Brandabschnitte und so auch on-premise überhaupt gar nicht abbilden kann oder halt nur mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Ja, ne? Ja. Und da nutzen wir einfach dann die Möglichkeiten, die uns die Profis bereitstellen und geben die ja natürlich weiter. Ja, ja, ja. Man kennt ja die Negativbeispiele, dass dann der Server einfach irgendwo unter der Treppe steht. Schon häufiger gesehen. Ja, genau. Deswegen ist es ja wirklich ein ernstes Thema und genau, wird ja auch immer wichtiger. Ja. Ah ja, stimmt. Prost. Ich merke auch, der Mund ist wirklich trocken. Ich habe mich immer gefragt, die Prost-Einlagen vom Marketing, die haben wirklich auch oder ergeben wirklich auch Sinn. Damit man sich da nicht auch verhaspelt, sondern wirklich auch immer weiter quatschen kann. Ja. Genau. Wir als Rechenzentrumsbetreiber haben eben auch zwei verschiedene Produkte in dem Sinne, die wir als Rechenzentrumsbetreiber anbieten. Einmal Infrastructure as a Service und einmal Software as a Service. Und Infrastructure as a Service würde bedeuten, Sie migrieren Ihre Umgebung, die Sie momentan on-premise haben, einfach zu uns ins Rechenzentrum und wir stellen sie Ihnen dann als komplette Umgebung zur Verfügung. Bedeutet einfach, die Maschinen, die Sie vorher örtlich benutzt haben, benutzen Sie jetzt im Rechenzentrum, eben mit den ganzen Vorteilen, die wir vorhin genannt haben. Mhm. Genau, wir unterscheiden da vor allem in drei Punkten. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist die klassische Infrastruktur. Wenn du mal kurz eine Folie weiterspringst, dann sehen wir es auch nochmal. Genau, das ist die klassische Infrastruktur. Also wir haben die virtuellen Maschinen, die dann bei uns im Rechenzentrum laufen. Ja. Wir haben aber auch das Thema Ausfallrechenzentrum, was auch sehr interessant ist. Mhm. Ein Kunde hat weiterhin seine On-Premise-Umgebung, hat aber quasi eine Art Replika bei uns im Rechenzentrum. Und wenn was, ja, wenn mal der Worst Case eintreten sollte, On-Premise passiert etwas, dann kann ich halt die Maschinen im Rechenzentrum in der KIS Cloud wieder hochfahren. Ja, es ist also in dem Sinne möglich, ein hybrides Modell zu fahren. Genau. Man muss sich jetzt nicht für eine der beiden Welten entscheiden. Und dazu kommt dann noch das Server Housing oder Bring Your Own Server. Ne? Das heißt, die Kunden geben die Server bei uns in Obhut, ne? Und wir kümmern uns darum, dass diese im Rechenzentrum eingebaut werden, dass die Verbindung aufgebaut wird und haben dann weiterhin diese ganzen Vorteile mit der Sicherheit, die ich ja eben beleuchtet hatte, Brandabschnitte, ne? Zutrittssicherheit, genau diese Themen. Ja, ja, ja. Okay. Das sind ja auch schon einige Aspekte, die man jetzt hier bei uns, die man hier nutzen kann. Und darüber hinaus bieten wir auch noch Software as a Service an. Bedeutet, Sie bekommen von uns eine einzelne Form der Dienstleistung angeboten. Das sind jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel das Backup oder die Mail-Archivierung, die Sie dann einfach nur als Service bei uns buchen, ohne dass Sie jetzt weitere Ressourcen im Rechenzentrum benötigen. Genau, es ist einfach eine gute Ergänzung zu vielen On-Premise-Umgebungen. Ne? Vor allem, also ich würde erstmal kurz, wir haben jetzt hier mal drei Hauptpunkte aufgelistet. Sie sehen, wir haben ein viel größeres Portfolio. Da werden wir jetzt heute nicht ganz gezielt drauf eingehen, auf alles. Das sind ja auch ein paar Punkte, wenn genau, ich mir das so anschaue. Das wird ein bisschen länger dauern. Backup to Cloud ist einfach ein Thema. Man hält sich ja im Datensicherungsgeschäft an diese 3-2-1-Regel. Das heißt, ich habe drei Datensicherungen auf zwei Medien, also diesen Medienbuch da drin. Und eine davon ist Offsite, also irgendwo anders gelagert. Ne? Ja. Und genau diese Offsite-Sicherung ist halt was für die Cloud. Ne? Ich habe es woanders, ich habe es nicht bei mir on-premise stehen.
Ne? Das ist halt ein Thema. Dann haben wir die E-Mail-Archivierung. Generell ist das Unternehmen für viele Bereiche verpflichtet, die Mails gesetzlich aufzubewahren einfach. Und auch da bieten wir mit Mailstore einen Service an, wo der Kunde halt sagt, okay, ich brauche keine weitere virtuelle Maschine bei mir vor Ort, sondern ich nutze diesen Service, den wir anbieten. Ja. Ähnlich dann das ganze Thema dann beim Virenschutz. Da arbeiten wir eng mit Sophos zusammen, dass wir halt auch dann da sagen, okay, wir brauchen keinen weiteren Server, sondern nutzen das als Dienst einfach. Nur, ja. Ne? Ja, das 3-2-1-Prinzip, das habe ich irgendwann mal als Großvater, Vater, Sohn-Prinzip, glaube ich, gelernt. So heißt es auch, ja. Genau. Ja, die alten Sachen, die werden hier nochmal reaktiviert. Ja, und Sie sehen natürlich, wir bieten noch viele weitere Services an, aber da bräuchten wir bestimmt nochmal eine halbe Stunde, bis wir da durch sind. Genau, also falls Sie sich für eins davon interessieren, können Sie sich ja gerne im Nachgang nochmal melden. Genau, gerne auf uns zukommen und dann klären wir, haben Ihren oder den Service, den Sie brauchen, den bieten wir bestimmt an. Ja. So, ich glaube, dann können wir nochmal. Schmeckt auch sehr gut. Also, Prost. Ja. Auf jeden Fall, sehr lecker. Ja, wenn ich das noch kurz sagen darf, mit einer der Gründe, warum ich hier kurzfristig zugesagt habe, war diese Gottschalk-Karten zu halten. Der junge Gottschalk hier neben genau, mir. Genau. Ja. Wollte ich immer mal machen. Genau. So, dann, ich hatte es ganz am Anfang kurz erwähnt, der Herr Guda, der Kollege, der hat sich als Außenreporter bei FB Media eingeschlichen. Eingeschlichen, genau, und hat letzte Woche freundlicherweise, Herr Oliver Schmidt, freundlicherweise ein Interview uns zur Verfügung gestellt und ich würde sagen, da schauen wir noch gleich mal rein. Herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast bei der FB Media GmbH in Siegen in der Nähe von unserem Headquarter und freue mich besonders, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein Interview in den Räumlichkeiten der FB Media GmbH zu führen. Herr Tim Schmidt, der Geschäftsführer, ist heute mein Gast. Und das Schöne ist, dass als ich vor 8 Jahren in der KIS Unternehmensgruppe angefangen habe, Herr Schmidt einer meiner ersten Neukunden war und wir jetzt seit knapp 8 Jahren auch zusammenarbeiten. Und als wir heute Morgen hier ankamen, wurden wir auch direkt freundschaftlich mit Kaffee und Wasser wieder versorgt. Und da freue ich mich, dass wir heute als Referenzkunden Sie, Herr Schmidt, begrüßen dürfen für unsere KIS Cloud. Ja, vielen Dank. Hallo. Ich kann mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Oliver Schmidt. Ich bin Geschäftsführer bei der FB Media GmbH hier in Siegen. Ja, und wir haben eine lange Geschäftsbeziehung. 8 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit. In dieser Zeit haben wir viel Vertrauen miteinander gewonnen, eine tolle Arbeitsumgebung bekommen. Vielleicht für alle die, die uns hier in Siegen noch nicht kennen. FB Media beschäftigt sich mit Medientechnik, alles was um die Medientechnik herum ist. Also wir statten Konferenzräume aus mit Displays, Projektoren, machen dazu die Steuerung. Dann ein sehr großer Bereich von uns ist die Videokonferenztechnik und als Drittes beschäftigen wir uns mit Digital Signage-Lösungen rund um die interne Unternehmenskommunikation. Also vielleicht so viel zu uns und zu unserer Beziehung. Freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Dankeschön. Und dass wir gemeinsam die Möglichkeit haben, mal in einen Plausch zu kommen. Genau. Wer bei uns schon mal in unserem Campus in Siegen war und unsere großen Monitore gesehen hat mit der Anwesenheitsanzeige, Wetter-Updates und unseren K-Facts, wie wir es nennen, der wird ungefähr wissen, was die FB Media im Digital Signage-Bereich macht. Das ist nämlich ein Produkt, das wir beispielsweise von der FB Media auch bezogen haben, um bei uns auch den Eingang aufzuhübschen. Ja, wir haben vor 8 Jahren ganz klassisch bei Ihnen noch in Ihrem eigenen Rechenzentrum neue Server aufgestellt, Ihre Umgebung geupdatet und dann auch dieses Vertrauen aufgebaut, wie Sie schon gesagt haben. Das ehrt mich auch, dass wir das nach 8 Jahren so haben. Und jetzt haben wir aber schon vor längerer Zeit uns immer mal wieder ausgetauscht zum Thema, wir haben ja auch ein eigenes Rechenzentrum, die KIS Cloud. Und dass wir da vielleicht die Möglichkeit haben, Ihnen noch mehr Arbeit abzunehmen und Ihnen noch eine ganz andere Umgebung zu schaffen. Und da wäre meine Frage an Sie, warum haben Sie sich denn für die KIS Cloud entschieden? Ja, das war ein
nicht spontaner Schritt, sondern wir haben uns da schon einige Gedanken zugemacht. Der Sicherheitsfaktor war eigentlich letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Aber vielleicht vorweg, wir waren an einem Punkt angelangt, wie Sie ja auch wissen, wo wir unsere gesamte Infrastruktur erneuern mussten. Die waren also im Prinzip von der Sicherheitstechnik und auch von der Verfahrenstechnik nicht mehr so weit, dass wir sie weiter einsetzen wollten. Und standen jetzt vor der unternehmerischen Frage, das ist natürlich auch eine Frage des Invest, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen. Und jetzt gab es mehrere Punkte gegeneinander abzuwägen. Ja, ich habe Sie da ja in der Angebotsphase auch lange begleitet und wir haben ja hier auch mehrmals gesessen und wirklich versucht, das kaufmännische Delta auch zu ermitteln, wo man wirklich bei 5 oder 10 Jahren in dem KIS-Cloud-Rechenzentrum steht, preislich, oder wo man auch bei der On-Premises-Lösung steht. Mhm. Und glaube ich, sind uns da ganz schnell einig geworden, dass die Mehrwerte schon sehr hoch sind, aber sie das kaufmännische Delta, was die Lizenzierungen und Co. über Jahre angeht, doch immer kleiner werden ließen und wir uns dann auch einig wurden. Genau, also man muss es wirklich langfristig betrachten. Also in einem kurzfristigen Blick ist es wahrscheinlich nicht so richtig aussagekräftig, aber langfristig gerechnet und das ist ein wichtiger Punkt, ist eigentlich auch die Sicherheit und die Ersparnisse, die bei uns eben halt auf unserer Seite des Unternehmens generiert werden können, sei es jetzt im Manpower, ein Administrator, der sich also nicht mehr so ganz vollumfänglich kümmern muss. Dann haben wir die Möglichkeit, dass Sie gesamtheitlich alle Terminal-Server-Umgebungen pflegen können. Sicherheit, wenn man sieht, was draußen im Moment los ist mit Hackerangriffen, diese Möglichkeit, immer aktuell zu sein in so einem Rechenzentrum, das waren schon sehr, sehr wichtige Punkte für uns. Und auch die Überlegungen, was ist mit Nachhaltigkeit? Wir hätten unseren Serverraum auch neu ausstatten müssen mit, ich sag mal, Umluft, Abluft. Was ist mit der Abwärme? Die ist dann, glaube ich, in so einem Rechenzentrum auch besser aufgehoben und kann da besser genutzt werden als bei uns. Ja, da haben wir, glaube ich, auch viele Argumente auf beiden Seiten betrachtet, dass wir jetzt zu diesem Schluss gekommen sind. Mhm. Und generell haben wir auch, als wir unsere Gespräche hatten, viel über die mögliche Flexibilität gesprochen. Die war Ihnen persönlich zum Beispiel auch sehr wichtig. Gut, das war jetzt ist ja mehr so ein individueller Punkt bei mir. Ich bin nicht nur Geschäftsführer bei FB Media, sondern ich habe noch mehrere Unternehmen. Und die zu betreuen, erfordert eben halt auch hier und da einen Standortwechsel. Und dadurch mit einer Cloud-Lösung bin ich natürlich super unterwegs. Ich greife von überall auf meine gewohnte Umgebung zu, habe dort den gewohnten Support, habe die gewohnte Sicherheit. Also das ist für mich top und eben halt auch für unsere Mitarbeiter, weil wir haben auch Mitarbeiter, die nicht am Standort sind. Und Sie können sich ja denken, im Zeitalter des Homeoffice und Möglichkeiten, die da sich uns auch erwachsen, ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, auch das Homeoffice viel besser bei uns zu integrieren. Ja, Sie sprachen beispielsweise auch Security an. Mhm. Das ist ja ein Thema, was Ihnen schon immer sehr wichtig war, wo wir auch sehr eng immer wieder uns ausgetauscht haben, dass Sie haben diese Cyberangriffe, die es hier in der Umgebung oder auch generell deutschlandweit auf auch kleine und mittelständische Unternehmen gibt, ja auch sehr genau beobachtet. Und wir waren ja auch oft im Dialog zu solchen Themen, weil Sie schon immer gesagt haben, wir möchten das so sichergestellt haben. Und das ist ja auch einer der Punkte gewesen, wo Sie gesagt haben, bei uns im Rechenzentrum, ihr habt das so eingerichtet, für alle Kunden habt ihr dort ein Best Practice und ihr habt dort einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Und diesen möchten wir gerne dann auch direkt mitmieten. Und Sie haben es auch schon erwähnt, dass wir uns um vieles kümmern. Und wo liegen denn die Vorteile Ihrer internen Mitarbeiter, dass die dann wirklich sich nicht mehr um die eigene IT kümmern, sondern wo können die denn ihre Prozesse vielleicht auch nach vorne bringen? Ja, das ist durch die gewonnene Zeit. Ja, also ich sag mal, wir rufen bei Ihnen einen zentralen Ansprechpartner an. Die sind ja bald schon über die 8 Jahre persönlich bekannt und haben da den Support, den wir brauchen. Wenn ein Fehler auftritt, ist er ja in dieser Cloud-Lösung auch bei anderen und er wird an einer Stelle behoben. Das ist allumfänglich. Das spielt uns zugegen. Natürlich die Sicherheit auch an allen Arbeitsplätzen. Das spielt wirklich, Sie sagten ja, Sicherheit spielt bei uns eine große Rolle. Auch in den
Verpflichtungen zu unserem Kunden, mit unseren Kundendaten gegenüber unserem Kunden natürlich. Und die Flexibilität, die wir hier gewinnen, die können wir natürlich für andere Dinge einsetzen. Das ist natürlich für uns eine Win-Win-Situation. Ne? Genau, Sie haben sich ja zum Beispiel auch schon vor Jahren auch in Ihrem eigenen Rechenzentrum entschieden und jetzt auch bei uns, Managed Services bei uns zu buchen, damit wir wirklich auch immer einen Blick bei Ihnen mit drauf haben, sind alle kritischen Sicherheitsupdates eingespielt, wir uns wirklich darum kümmern und Sie diese ganzen Themen gar nicht mehr beachten müssen. Ich habe jetzt sonntags einen komischen Moment, wo ich sonst die Sicherungsdatei für den Montag mitnehme. Das hat sich erledigt und da fällt mir ein Stein vom Herzen, das muss ich wirklich sagen. Das ganze Thema Sicherung unserer Daten ist perfekt in der Cloud aufgehoben. Der Aufwand und auch die Sorge, die damit verbunden ist, die hat sich wirklich auf null reduziert. Und das ist wirklich noch ein toller Vorteil der Lösung. Das kann man auch nur immer wieder betonen. Herr Schmidt, vielen lieben Dank für die offenen Worte, für das Lob und auch Ihre Wertschätzung uns gegenüber. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast bei der FB Media sein durfte. Und wir werden jetzt außerhalb der Kamera noch einen Kaffee trinken und ein bisschen weiter plauschen. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Guder. Ja, dann bedanke ich mich sowohl bei Herrn Schmidt als auch bei meinem Kollegen Guder, der sich, obwohl er heute nicht kann, trotzdem irgendwie hier reingeschlichen hat. Und er kriegt es immer wieder hin. Er kriegt es immer wieder hin, genau. Ja, aber es waren ja ein paar wichtige Punkte, die da eben auch genannt wurden, die da auch eben wichtig sind in der Betrachtung der Cloud. Ja, ich würde direkt mal auf einen eingehen. Und zwar ist es ein bisschen die langfristige Betrachtung der Kosten. Der Herr Schmidt hat es eben angesprochen. Wenn man eine neue On-Premise-Umgebung aufbaut, dann betrachtet man die für 3 bis 5 Jahre. Wartungskosten werden aber teilweise auch dann nur bis ein Jahr dazu gerechnet. Also das sind alles Kosten, die in der Cloud dann auch planbar sind, die ich jeden Monat im gleichen Sinne habe und wo nicht nochmal hohe Investitionskosten auf mich zukommen. Außerdem haben wir natürlich das Thema, was Herr Schmidt auch angesprochen hat, die Manpower, die kann sich gezielt auf die IT-Projekte, die man jetzt intern hat, konzentrieren, ohne sich im Backend um die Systeme kümmern zu müssen. Genau, und man weiß, okay, die Systeme sind in der Hand von Profis. Wie jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, erwähnt, wir sind ein Systemhaus und kennen das alles in- und auswendig. Was mir noch eingefallen ist, das Thema Sicherheit. Ich habe das jetzt bestimmt heute schon 5-mal gesagt, das Wort des Jahres gefühlt. Ja. Aber es ist eben so wichtig. Und auch hier sind Sie bei Profis. Also wir haben ein komplettes Netzwerkteam, das sich jeden Tag um nichts anderes kümmert, als um das Thema Security. Egal, ob es die Firewall ist, egal, ob es das Netzwerk ist. Und das ist natürlich wichtig, dass man weiß, okay, bei uns sind Sie wirklich in guten Händen aufgehoben. Ja, ich wollte gerade sagen, viel zugehört jetzt gerade, viel geredet noch mal kurz und jetzt nehmen wir nochmal einen Schluck. Ja, dann würde ich sagen, Prost. Prost. So. Ja, der Weg in die Cloud. Also, wie kommt man denn zu uns in die Cloud? Wie läuft das Ganze denn so ab? Ja, wir haben da zwei verschiedene Wege. Einmal Software as a Service, also die beiden Produkte, die wir eben vorgestellt haben, und Infrastructure as a Service. Ich denke, vielleicht willst du erstmal kurz ein bisschen vertrieblich auf das Ganze eingehen und ich gebe dann gleich mal einen kurzen technischen Überblick, wie das denn beispielhaft aussehen könnte. Genau, also ich fange dann sozusagen mit der Theorie an und du folgst mit der Praxis. Ja, im Prinzip ändert sich die Vorgehensweise zwischen Infrastructure as a Service und Software as a Service nicht großartig. Zunächst einmal die Vorstellung bedeutet, okay, wir sprechen mit Ihnen, was brauchen Sie, was wollen Sie, ist das eine Hybridumgebung, ist das eine vollständige Umgebung, ist das nur ein Backup? Und darauf aufbauend, bei Infrastructure as a Service die Konzeption, ein wichtiger Bestandteil des ganzen Prozesses, dass wir dann einfach Ihre Umgebung aufnehmen. Wir schauen, okay, was haben Sie an Hardware da stehen, wie viele virtuelle Maschinen brauchen Sie? Was wir jetzt häufiger erlebt haben, ist, dass man eine Umgebung, die on-premises in der Cloud relativ reduziert aufbauen kann und das Ganze dann nicht, ich sag's mal, in aufgeblähter Form übernehmen muss, sondern dass dann aus, 20 Maschinen dann nur noch 15 virtuelle Maschinen genutzt werden müssen. Wir finden einfach häufig Optimierungsmöglichkeiten in der Konzeption mit dem Kunden zusammen, dass man halt sagen kann, okay, da kann man Sachen zusammenlegen, da sind Sachen vielleicht auch mittlerweile obsolet geworden, die wir gar nicht mehr mitnehmen müssen. Genau. Ja, darauf aufbauend dann das Angebot, das wir Ihnen zukommen lassen und im Optimalfall danach die Bestellung. Und darauf folgt dann auf den Hackenschlag die Umsetzung, die ihr als Technik dann erledigt.
Und dann dürfen wir Sie hoffentlich dann auch in der Cloud begrüßen. Da bin ich mir sicher. Genau, das war jetzt sozusagen die Theorie und vielleicht willst du noch ein bisschen mehr aus der Praxis erzählen, genau. Denn wie das Ganze denn technisch vonstatten geht. Ja, ich habe ja mal eine Beispielmigration mitgebracht, die wir V2V-Migration oder auch harte Migration nennen. Also normalerweise der User arbeitet auf seinen Servern on-premise. Ne? Mhm. Heißt, das Erste, was vonstatten geht, technisch gesehen, es wird ein Side-to-Side-VPN zwischen der KIS-Cloud und dem On-Premise-System aufgebaut, damit wir nachfolgend dann eine V2V-Migration, also eine Replika der virtuellen Maschinen machen können. Das ist erstmal nur eine Kopie, die wir bei uns ins Rechenzentrum ziehen. Hm. Ne? Nachfolgend kann dann halt der finale Sync irgendwann passieren, zum Zeitpunkt X. Ne? Heißt, man synchronisiert das letzte Datendelta, nennt man das Ganze dann, also die Daten, die noch nicht im Rechenzentrum sind, und stellt dann halt die Zugriffe der User nicht mehr auf On-Premise sondern halt in die Cloud. Also man ändert den Weg, wie der User arbeitet so ein bisschen. Ja. Die Daten im Hintergrund bleiben aber genau die gleichen. Ja. Und das ist eine Beispielmigration, die ich mal hier aufgenommen habe. Gibt natürlich auch durchaus andere Wege, wie man in die KIS-Cloud kommen kann. Ja, also in diesem Fall wäre es platt gesagt, einfach nur das Verschieben von On-Premise direkt in die Cloud. Genau, und dann halt das Umstellen der Verbindungen. Genau, ja. Alles klar. Weil man natürlich sagen muss, es gibt ja noch andere Wege, das muss man dann immer mit dem Kunden besprechen. Softmigration fällt mir da so ein als Stichwort. Ja. Genau. Ja, dann gibt es vor dem Hintergrund des Tech & Hops auch noch eine kleine Promo, die wir für Sie vorbereitet haben. Und tatsächlich bekommen Sie, 15% Rabatt. Das ziehen die wahrscheinlich von meinem Gehalt ab. Oder von unserem. Von unserem Gehalt, genau. Und für die jährliche Zahlung immer 10% Rabatt, einfach weil dann der Einkauf bei uns, die Buchhaltung, alle haben weniger Arbeit und das Ganze wollen wir Ihnen dann mit 10% Rabatt oder da wollen wir dann entgegenkommen damit. So, Fragen, Regie. Sind denn Fragen reingekommen? Na, da kommt die Dame. Er lacht, weil er keine Dame ist. Okay. Wenn ich die erste Frage lese, das haben wir eben schon so ein kleines bisschen angeschnitten. Läuft die Migration immer so ab? Nee, also wir haben, ich habe eben die harte Migration, die V2V-Migration vorgestellt. Es gibt auch die Soft-Migration, die hat der Herr Schmidt eben im Interview ein bisschen angeschnitten. Ne? Also es gibt häufig auch den Fall, dass man on-premise die Umgebung generell upgraden will. Ne? Man ist vielleicht noch auf alten Betriebssystemversionen und will dann im Rechenzentrum in der KIS-Cloud mit neuen Maschinen beginnen. Ne? Heißt, es werden dann neue Maschinen erstmal grund aufgesetzt und dann werden nachfolgend die Dienste migriert, nach und nach. Ne? Mhm. Oder aber, was natürlich auch möglich ist, ist eine Hybridform von beiden. Man zieht manche Maschinen direkt mit, man zieht bei manchen nur die Dienste rüber. Also beides ist auf jeden Fall machbar. Das klärt sich alles immer in der Konzeption so ein bisschen mit dem Kunden. Wo ist auch der Gedanke des Kunden? Wie soll es später mal aussehen? Ja, mir fällt da auch dazu ein, dass es auch davon abhängt, okay, wie sieht der Zeithorizont des Kunden aus? Wie schnell soll die Migration vonstatten gehen? Muss ich jetzt in einem Monat sozusagen migrieren oder habe ich da 2 Jahre als Zeithorizont festgelegt? Deswegen, das kommt immer darauf an, jetzt aus der Erfahrung, die ich jetzt auch so gemacht habe. Okay, die zweite Frage. Kann man von überall arbeiten? Oder nee, wie kann man von überall arbeiten? So. Ja, wir arbeiten bei dem Wie dann mit Citrix zusammen. Also die User haben Citrix Workspace auf ihren Endgeräten drauf installiert und können halt von da aus auf ihre gewohnte Umgebung zugreifen. Ne? Also sei es, wie gesagt, bin ich im Homeoffice, bin ich in der Firma, bin ich auf Dienstreise. Alles ist erstmal gleich für den User. Also er arbeitet immer mit der gleichen Umgebung, was halt fürs User-Comfort-Gefühl immer sehr wichtig ist. Mhm, ja. Das verstehe ich. Kann man bei euch einen Mail-Server hosten? Ja, also das habe ich kann ich jetzt auch schon direkt mit Ja beantworten, habe ich auch schon mitbekommen, aber gerne du als Technikexperte. Ja, genau, wir hatten es auch eben auf der Software-as-a-Service-Folie mit drauf, also da stand es irgendwo in den unteren Punkten mit dabei, das ist auf jeden Fall auch möglich. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Ich finde das Konzept interessant, würde mich aber gerne um überhaupt nichts kümmern. Ist das möglich? Ja, das kann ich auch ein kleines bisschen beantworten. Ich kann sagen, das ist eher eine Vertriebsfrage. Das ist eher eine Vertriebsfrage, genau. Das ist auch möglich. Also wir bieten als Systemhaus auch verschiedene Managed Service Produkte an, auch SLAs, Service Level Agreement. Und das hängt dann eben ganz von Ihnen ab. Was brauchen Sie für eine Unterstützung? Sollen wir bei Ihnen Windows-Updates durchführen? Sollen wir das Backup für Sie machen? Das kommt dann ganz darauf an, was Sie denn von uns möchten. Und das machen wir dann auch.
genau. Das kommt dann immer auf den Kunden an. Individuell einfach. Individuell, ja. genau. Ja, in dem Punkt, was mir dazu auch noch einfällt, bei Managed Service gibt es jetzt auch kleine Veränderungen bei uns. Also wir haben jetzt auch eine neue Platinum-Version. Es gab bislang ja immer nur Gold, Silber, Bronze. Jetzt kommt auch noch die Platinum-Version dazu. Und die beinhaltet noch eben mehr Services, die sie von uns dann bekommen. Gerne. Man kann es quasi als Rundum-Sorglos-Paket bezeichnen, so ein bisschen. Genau. Also da gehen wir dann noch einen Schritt weiter als Dienstleister und sagen, okay, wir unterstützen sie jetzt wirklich in allen Belangen. So, ich glaube, das Zeichen hier heißt, ich soll weitermachen mit den Folien. Ansonsten wird das Ganze hier ein bisschen zu langatmig. Aber Zeit für einen Schluck muss auf jeden Fall ja, sein. Ja, dafür muss auf jeden Fall Zeit sein. Ja, das, wir dürfen uns selber ja bei dem Ganzen hier nicht vernachlässigen. Nee. So. Ja, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, die offen sind oder Sie vielleicht sogar Interesse haben an dem Thema Rechenzentrum, dann gerne auf uns zukommen. Wir stellen Ihnen das Ganze auch gerne mal persönlich für das für Sie passende Konzept vor. Egal, ob Sie jetzt sagen, Hybrid klingt für mich interessant, ich will jetzt so ein Backup in der Cloud haben oder ich möchte jetzt komplett ins Rechenzentrum. Das bleibt ja völlig Ihnen überlassen. Wir unterstützen Sie da gerne in dem ganzen Prozess und freuen uns, ja, wenn Sie uns persönlich dazu kontaktieren. Ja. Kontaktieren, genau. Kommen Sie gerne auf uns zu. Ja, Anfang 2024 geht es auch schon weiter mit der nächsten Tech&Hop-Reihe. Ich darf nicht zu viel verraten, aber das Thema Security wird es sein. Und ja, quasi auch aus aktuellem Anlass. Ich darf aus Datenschutzgründen natürlich nicht mehr sagen, aber die Personen, die jetzt hier in der Region sitzen, die wissen, worüber ich spreche. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie dann zum nächsten Mal auch wieder begrüßen dürfen. Und in diesem Sinne bedanken wir uns. Ich bedanke mich bei dir, Julian, dass du mich hier technisch unterstützt hast. Dankeschön das Marketing, die das Ganze hier ermöglichen. Und ja, natürlich danke an Sie, die Sie das Ganze auch ermöglichen, da wir ohne Zuschauer das Ganze hier nicht machen müssten. Und ja, danke einmal dafür und in diesem Sinne würde ich sagen, noch ein Schluck. Ja, danke an dich natürlich, dass du so kurzfristig eingesprungen bist hier. Ja. Als junger Gottschalk hast du das, glaube ich, gut übernommen. Ja, hoffe ich doch. Alles klar, dann würde ich sagen, einen schönen Feierabend. Ja. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.